Das war's wieder dumm. Ich darf nicht so viele Bomben verschwenden. Na komm schon! Auch du Mistvieh! Ja, toll, haben wir nicht erwischt. Oh, ich erwisch das wie auch nie. Ja! Ja! Es war nur ein HP, aber wir haben es geschafft. Oh. Alter. Was? Walk into the waterfall. Fast gestorben? Ja, oder so. Wir sind fast gestorben. Ja, das ist, ich werde jetzt wohl mehr auf Selbsttäter zurückgreifen müssen. Ja, eine Feenquelle. Wenn die Viecher hier mal HP droppen würden, wäre das ganz toll. Was, wo wäre Feenquelle? Geschafft! Ja, zum Glück. Aber ich werde wahrscheinlich gleich wieder sterben. Also, wo ihr das jetzt hier... Ja, ich sag's doch. Hier auf diesem Raum diese Viecher zu kämpfen, ne? Auch dieser Raum! Alter! Alter! Ich weiß nicht, ob das Vieh tot bleibt, wenn ich jetzt sterbe. Deswegen will ich es eigentlich erst gar nicht versuchen, hier sterbend rauszukommen. Ich muss die Viecher gar nicht wahrscheinlich töten, aber... So, die droppen wahrscheinlich sowieso nichts. Also, scheiß drauf. Mit einem Herz! Yeah! Sind sich eh... Wollt mich doch verarschen, oder? Hallo, geht's noch? Spiel! Nintendo! Soll ich ihn da ausweichen? Nur noch mal die Scheißkerze! Ah, okay. Das war jetzt wieder dumm. Ich jetzt nur gespeichert, Mann. Ah. Sorry für ständig geladen. Ich warte mal eben kurz. Diamond und Bibble, bleibt das Vieh tot, wenn ich jetzt sterbe, oder muss ich das Vieh normal besiegen? Ich nutze mal die Gelegenheit und werde mir mal kurz was zu trinken einschenken. Mit einem halben Herz macht das hier, glaube ich, nicht sehr viel Sinn. Wenn das wie tot bleibt, dann lasse ich mich lieber töten und geht dann nochmal hierher. Weil da sind die Chancen besser. Bieb, 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 bieb. Mal gleich eigentlich nochmal kurz gucken auf. Keine Ahnung, ob es tot bleibt. Ja, super toll. Wer hat mich jetzt eigentlich mal gucken? Wer hat mich jetzt angeschrieben? Ach so, Mika. Ah, annehmen. So. Okay. Gut. Mika hat mich gerade, hat mich geedit. Auch kein Plan. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, weil. Mit einem halben Herz rumzurennen hat das nicht sonderlich viel Sinn. Continue. Weg, weg, weg. Einfach nur weg, ihr Mistviecher. Ich hasse euch. Aber ich weiß, wo die Feenquelle ist. Aus dem Dungeon oder was? Oder im Dungeon. Kurz warten. Immer für die Leute doch auf YouTube, die sich jetzt fragen, warum darf ich eigentlich nicht angreifen in dem Durchgang. Das macht nicht sehr viel Sinn. Hast du den Dungeon raus? Okay. 200. Ach du Scheiße.
Okay, jetzt sind dann schon raus. Zweimal runter. Zweimal runter. Ah, ja, ja. Ist klar, die Mistviecher. Zweimal runter, zweimal links. Zweimal links. Und zweimal hoch. Okay. Nein. Ah, ganz schlechte Idee gewesen. Kacke. also W. Kleiner. Was heißt das? Also W. Einmal mal links, zweimal hoch. Was heißt das also W? Ah, sehr gut. Danke. Oh. Oh ja. Okay, mein Gott, gespeichert. Ist bloß nicht treffen lassen, Klein. Sonst ist das wieder alles umsonst. Das habe ich gesagt. Egal. Okay. Wenn es egal ist, ist gut. Ja, toll! Bin umsonst eingelatscht. Meine Fresse. So, speichern. Jetzt schaffst du es. Ich lache. Ich lache. Aua. Wenn ich nicht schon wieder getroffen werden geworden wäre. Tun. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schaffe. Ich bin aber nur zu doof für dieses Spiel. Ich kann kein Action-Kampfsystem, weil ich da mich einfach nur so doof anstelle, weil ich einfach ja auch das Problem ist, ich habe auch ein bisschen verspätete Reaktion als andere Leute. Dadurch, dass ich auch kleine, ja, wie heißt's? Eine kleine, verdammt, das war jetzt nicht meine Schuld. Eine kleine, wie heißt's denn, verdammt. Feinmotorikstörung, genau. Ich habe nämlich auch eine Feinmotorikstörung. Meine Schriftleiterin, das her, die sieht aus wie, als hätte da einer mit einer Bombe drüber gefegt, aber keine Schrift. Und deswegen, ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch vor ein paar Tagen. Also ein paar, am Freitag hat. Nee, gestern hatte ich ja ein Vorstellungsgespräch. Und, das Vieh bleibt tot, danke. Und, ja. Da haben sie mich nicht genommen, weil wegen Schrift. Dann kannst du mich vorspulen und denke, du lass mich so langsam. Alter Mann. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Ich werde einfach mal zwischendurch mit Speichern, weil ich den HP-Stand eigentlich unbedingt verlieren möchte. Na, oh Gott, 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 Gott. Das kann was werden hier noch. Ach, ich muss noch eine. Scheiße, das war fehl. Ich muss noch eine Dreiviertelstunde. Das heißt eine Dreiviertelstunde. Naja, wenn das Problem nicht wäre, dass ich. Scheiße. Nein! Ah, Mist! Dass ich. Ich wohne momentan noch bei meiner Mutter. Aua! Mist wie. Und ich weiß nicht, ob ich die nicht stören werde, wenn ich das länger streamen würde. Ihr habt ihr beide denn Zeit, denn dann könnte ich auch ein bisschen länger vielleicht streamen, weil ich bin gerade sowieso im Fluss drinne. Falls ihr Bock habt, könnte ich ein bisschen länger streamen. Kommt natürlich darauf an, ob ihr beide Bock habt, noch ein bisschen länger zuzuschauen als bis um 1. Ob ihr dann pennen gehen wollt. Solange mir der PC nicht abkackt zwischendurch, kann ich ja lange streamen. Das ist ja kein Problem. Weil dann können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen kämpfen und die Spinne spielen. Da kann ich mich auch, oder können wir nicht auch mal Diamond ein bisschen was von dem Spiel zeigen. Nee, ich kann gucken. Okay. Bibel, wie sieht's mit dir aus? Dann hättest du Bock. Ich richte mich ganz nach euch. Solange meine Mutter nicht auf einmal reinkommt und ich mich dann auf einmal jucken muss und Schluss machen soll. Weil, wie gesagt, ich kann dir halt keine Tipps geben. Ich spiele sowieso meine komplette Lösung, von daher ist das kein Problem.
Ja. Sag mal, meine Mutter hat nicht einfach reinkommt und sagt, oh, bist du so laut, das machst du einfach Schluss. Und ich muss oben schlafen, weil mein Lebensgefährte wieder rumschnarcht bis zum geht nicht mehr. Weil das Lustige ist dann nämlich, dass die immer oben schlafen muss, weil der Gerd, ihr Lebensgefährte, ich schaue den Stream weiter unter der Bettdecke. Okay, ja. Und ja. Wie gesagt, die muss halt immer mal hier oben schlafen, weil ich wohne im oberen Stock. Und dann kann es sein, dass ich die vielleicht ein bisschen störe. Wenn wir mal gucken, wie lange wir streamen können. Weil das wäre dann auch mein erster längerer Stream. Vor allen Dingen auch das erste Mal, dass ich wirklich verdammt lange rede am Stück. Weiß nicht, irgendwann später, vielleicht so viel, sondern Stunden-Streams wären vielleicht irgendwann mal möglich, mal an irgendeinem Tag, wenn ich mal nichts hochladen muss. Irgendwann spätestens würde ich sowieso müde sein und ins Bett gehen. Mal machen. Dann würde ich das noch bis um eins, denke ich mal, sein erstes Mal. Erstmal bis um eins noch Zelda spielen und dann noch ein bisschen Grafen und die Spinne. Und dann schauen wir mal. Weil dann habe ich mich auch erstmal in einer ganz schönen Zeit lang was für YouTube. Jetzt muss ich wieder einen Stein verschieben. Und da ist, glaube ich, ach, das ist auch der Boss. Ach, komm mal an. Wir haben gar nicht den Dinges, den Kompass gefunden. Naja, was soll's. So, bevor ich jetzt hier tausendmal sterbe. Selbstdate. Also. Kann ich dich so verletzen, mein Freund? Drache. Ja, kann ich. Aua. Aua. Ja, das macht ja auch so viel Sinn, ne? Ich bin gleich tot. Ein Smiley, den es bei Twitch nicht gibt. Ich lade mal eben kurz neu. Ach, der Drache. Ja, der ist ein sehr toller Freund von mir jetzt gerade geworden. Kann ich die vielleicht mit Bomben mehr Schaden machen? Gibt's auch nicht. Was gibt's nicht? Habe ich denn jetzt Schaden gemacht oder habe ich denn jetzt keinen Schaden gemacht? Nee, anscheinend nicht. Ach so, den Smiley meinst du jetzt? Okay, ich verstehe. Dann kann ich dich, ne, dann kann ich dich ja nicht. Brauchst du Kamera nicht dann. Ah, der Drache ist echt herausfordernd, das muss ich schon sagen. Anders wie der andere Drache. Aua. 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 Oh, ich stelle mich auch mit der letzte Trottel, ne? Na, komm schon. Ja! Danke! Alter, der kommt in den siebten Dungeon mal mit vier Köpfen! Oh nee, oh, du willst mich doch verarschen. Vier Köpfe. Wir haben es aber geschafft. Mit einem halben Herzen haben wir es geschafft, Alter. Alter, Verwalter, ey. Heilige Kacke, ey. Boah. Das Spiel ist natürlich gerade, ey. Und das ist noch nicht mal so schwer wie Zelda 2. Komm, verpiss dich, du Mistvieh. Okay. Danke. Ja, komm, was bla bla bla. Ich will erstmal jetzt hier. So, Kapitel vor. Letzte Geheimnisse. Okay. Okay, es ist Zeit. Wenn du brav dieser Lösung gefolgt bist, besitzt du inzwischen 11 Herzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Ja, okay. Ich will das Vieh irgendwann mal eben kurz beseitigen, solange ich lese. Komm, land doch an dich mal. Gib mir noch einen Keks. Danke, so. Oh, eine Fee. Wow. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Das heißt, wir können uns den letzten Herzcontainer holen, das Kraftanband aufspüren und auf der Suche nach dem Masterschwert machen.
Du kannst das Masterschwert nur bekommen, wenn du 12 Herzen auf deiner Lebensenergieleiste erzählst. Es ist hilfreich, wenn du die Karte benutzt. Ja, bla bla, kennen wir ja schon. So. Aufgaben für Helden.